So, ich mache hier mal ein Video zu Gruppen. Und zwar, ich betrachte eine Menge G und mit einer Verknüpfung. Das ist ein bisschen groß. Naja, gut. Das Symbol ist irgendeine Verknüpfung. Also jetzt mal irgendeine Verknüpfung darstellen. Also eine Verknüpfung ist Operationen. Plus, minus, mal, geteilt. In der Arithmetik und in der Logik ist es und oder nicht. Dann gibt es noch das exklusive oder, also was wie entweder oder. Und es gibt noch ein paar mehr, aber die sich aus den ersten drei Grundverknüpfungen. Auch das exklusiv oder, das könnte man zu einem, das könnte man durch die drei Grundverknüpfungen herleiten, ne? Zeige ich mal in einem Informatikvideo. Okay. Und zwar habe ich schon gesagt, eine Menge G mit irgendeiner Verknüpfung. So, die Menge muss bezüglich dieser Verknüpfung abgeschlossen sein. Das heißt also, ich habe also eine Abbildung. So eine Abbildung mit dem kartesischen Produkt. Ja, also die Definitionsmenge ist da ein kartesisches Produkt und das wird auf die Menge wieder abgebildet. So. Der Verknüpfung gebe ich zwei Elemente. Ne? Das ist dann, sagen wir mal, A und B. Und die bilde ich in ja, mit der Verknüpfung da, also so, ne? Ja, dieser Kringel hier, der sollte auch da stehen. Ja, da ist er schöner geworden. Okay. So. Was muss jetzt bezüglich dieser Verknüpfung gelten? Für die Trägermenge. Also einmal muss das Assoziativgesetz gelten. Das ist A, verknüpft mit Klammer auf B und das wiederum verknüpft mit C, Klammer zu. Und das muss das gleiche sein wie Klammer auf A, verknüpft mit B. Klammer zu, verknüpft mit C. So. Als nächstes muss ein neutrales Element existieren in der Menge. So, das gilt, also ein neutrales Element E, ne, verknüpft mit A, also mit irgendeinem Element aus der Menge A. Das muss gleich A verknüpft mit E. Und das wiederum muss gleich A sein. Also egal was A ist, das E, also dieses neutrale Element darf keinen Einfluss auf die Operation haben. Also es muss dieses Element A wieder rauskommen. Ja, bei der Addition ist es die 0, ne? A plus 0 oder 0 plus A ist gleich A. Ne? Oder bei der Multiplikation ist es dann die 1, ne? 1 mal A ist A mal 1 gleich A. So.
dann muss es noch zu jedem Element A ein inverses Element geben. So, das gilt A verknüpft mit A hoch minus 1 und das wiederum muss E sein. Ne? Aber erstmal auch, das muss umgedreht auch gelten. A hoch minus 1 verknüpft mit A und das muss gleich das neutrale Element sein. Da muss das neutrale Element dann rauskommen aus dieser Menge. Und in dieser Menge darf es auch nur ein neutrales Element geben. So viel zum Thema Gruppen. Ja, und daraus kann man sich jetzt auch noch andere Strukturen dann angucken. Okay. Das wär's soweit.